Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Morgen. I'm gonna tell you right now, cause ja, wir sind wieder auf Tour. Yeah. Ja, ein bisschen später dieses Jahr, aber wir haben eine Tour ja, geplant, will ich nicht sagen. Teilweise geplant. Der Anfang ist geplant, der Schluss nicht mehr. Ja, okay. Dann, wo geht's hin? Oder... Wir müssen ja sagen, wir sind gestartet in Bamberg. Bamberg, genau. Wir waren in Bamberg. Genau, da haben wir eine kleine Stadtbesichtigung noch gemacht. Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Ja, aber auf dem Stellplatz waren wir noch nicht. Genau, auf dem Stellplatz waren wir noch nicht. Der hat gekostet 15 Euro. So, und der liegt an der Hauptstraße. Ja, bei Heinrichsdamm. Park and Ride Parkplatz ist da und daneben an ist der Wohnmobilstellplatz. Genau. Für, lass mich nicht lügen, 20 Plätze, glaube ich, ungefähr. Ja, ich schreibe das mal unten rein, wo der genau ist. Da könnt ihr das mal googeln. Als wir ankamen, waren es noch 2-3 Plätze frei. Und hatten wir Glück, weil abends war der Rappel voll. Es waren sogar teilweise, dass die sich kannten, zwei auf einem Platz standen. Also die Plätze selber sind großzügig bemessen.
Also das heißt, wenn man jetzt mit einem kleinen Wagen kommt und kommt dann ja, mit zwei kleinen... Zwei T6 passen drauf. Die passen auch auf einen Platz drauf. Nur halt dann eben im Strom ist es dann wohl kritisch. Aber nein. Man kann super direkt, da ist eine Bushaltestelle, mit der man in die Stadt reinfahren kann. Man kann aber auch laufen, 15 ja. Minuten roundabout, ja. Schön an diesem... An dem Main-Donau-Kanal. Irgendwas. Dann hatten wir ja, Entsorgung, tipptopp. Ja. Kann man nicht meckern. Ja. Müllentsorgung ist, da kriegt man auf dem Parkschein ist so ein Code drauf, der dann die Tür öffnet für die Müllcontainer. Genau. Ja, ich sag mal die Straße, man hört sie, weil das direkt an der Hauptstraße ist, aber... Ja, aber ja. Da ist so ein kleiner Bäcker an der Straße. Genau, direkt an der Haltestelle, wo der Bus losfährt, ist so ein kleiner Bäcker mit sehr leckeren Brötchen. Also die waren lecker, ne? Auch kross noch. Ne? Ja, ist irgendwie 2 Minuten zu Fuß. Ja, ja. Eben quer rüber gehen. Apropos Bäcker. Wir haben da noch was. Wir haben ja noch Croissants. Okay, das machen wir gleich. Ja, ja, die Stadt selber, gut. Immer wieder sehenswert. Immer wieder schön, immer wieder schicke, keine Frage. Mein Wetter ging jetzt halbwegs. Tag davor hat es ja nur geregnet und jetzt, als wir da waren, war es ja, zwischendurch mal ein paar Regentropfen. Aber wir sind ja nicht aus Zucker. Genau. Immer ist zwar ein Zucker süßer. Richtig. Richtige Antwort. Nee, das war quasi gestern. Jetzt sind wir heute Morgen. Sind wir nach Winsbach? Nein. Wolframseschenhausen. So nämlich. Bei, in der Nähe von Winsbach. Von Winsbach. Landkreis Ansberg. Genau. Den zeige ich jetzt auch nochmal den Stellplatz. Das ist ein ziemlich neuer. Sehr schön aufgeteilt, parzelliert mit Hecken dazwischen. Und wir haben so gedacht, als wir hier hinfuhren, hier fährt doch kein Schwein hin. Dann ist doch hier ab von J4D. Jo. Aber soll ich mal was sagen? Rappelvoll. Der ist rappelvoll. Ich meine, jetzt sind jetzt hier nur 3 Plätze frei gewesen, als wir ankamen. Aber der scheint auch bekannt zu sein, weil hier sind wohl welche, die schon öfter hier hinfahren. Jo. Seit 10 Jahren gibt es den Platz. Der ist aber, glaube ich, jetzt... Hast du nicht gerade gesagt, der ist neu? Ja, neu gemacht. Aber okay. Ich habe gelesen, seit 10 Jahren ist dieser Platz hier. Mhm. Ist mit Dusche, Toilette, Waschmaschine, Trockner. Man kommt in den Waschraum rein für 50 Cent für die Toilette. Dusche kostet nochmal 1 Euro extra. Und Waschmaschine, glaube ich, 2 Euro und Trockner auch 2 Euro. Sehr schöner Platz. Doch. Hier soll man sehr schön Radfahren können, wandern können. Hier so ein Lauschpfad. Ja. Gibt's noch irgendwelche die Altstadt hier von Wolframseschenbach soll sehr schön sein. Wir haben gerade Abonnenten von uns getroffen. Liebe Grüße an dieser Stelle, solltet ihr das sehen. Die haben uns auch gesagt, in der Stadt kannst du super essen und sowas. Ne? Also alles tippidi-top hier. Ja. Und dann schauen wir uns dann gleich auch mal an. Ne? Genau. Mit dem Fahrrad. Genau. Und dann bleiben wir hier 2 Tage, das steht schon mal fest. Ja. Ich muss noch. Ach so, der Platz kostet 6 Euro pro Tag. 3 Tage 16 Euro. Dann kannst du wahrscheinlich auch nur maximal 3 Tage hier stehen, oder? Nö, du kannst ja danach nochmal wieder verlängern. Der Platzwart kommt auf jeden Fall auch morgens und abends. Ne? Ja. Hat sie mir gerade gesagt. Okay. Und soll auch ein ganz netter sein. Wir werden mal berichten. Wir sind jetzt ein paar Tage hier. Wie gesagt, ich muss hier noch arbeiten im Nachbardorf. Und dann starten wir weiter in den Urlaub. Ne? Genau. So, was kommt auf jeden Fall noch? So ein bisschen anteasern? Also, Brombachsee okay. Ist die nächste Station, definitiv. Und dann Regensburg, auch definitiv. Am Brombachsee wollen wir vielleicht Kanu fahren, mal gucken, wie Wetter ist. Okay, Regensburg? Regensburg. Die Valhalla, mal gucken und generell. So, und dann ist eigentlich, steht Passau noch auf dem Plan.
Ich habe so viel Stationen rausgesucht, dafür reicht der Urlaub gar nicht. Deshalb muss man jetzt da so ein bisschen selektieren. Wir wollen ja noch mal nach Bad Aibling in die Therme. Wobei genau. Die Limes-Therme, wo war das noch mal? Am Limes. Die soll auch sehr schön sein. Vielleicht fahren wir auch dahin dann von Regensburg aus. Dann gucken wir mal, wie das Wetter sich entwickelt. Weil es ist ja doch ein bisschen durchwachsen hier. Und das Wobei machen wir jetzt dann. Gerade sehr schön ist. Ja, jetzt scheint die Sonne. Das machen wir dann, wie so oft, spontan. Ne? Mal gucken. Oder einfach ohne Plan. Oder sagt man dann spontan? Da sagt man spontan zu. Spontan ohne Plan. Oder wird jetzt hier richtig warm drin, ja, ne, mit der Sonne? Wir müssen jetzt auch alles zumachen, sonst kriegen wir Sonnenbrand. Herrlich. Ja. Nein, alles gut. Herrlich. Also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was und wir wissen selber noch nicht ganz genau was. Und somit lass dich überraschen. Genau. Dann. Klar. Bis dahin. Bleib sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, wo es wird. Ja. Ah ne, wissen wir ja schon. Brombach. Ja, Brombachsee. Ja, erstmal noch von hier vielleicht, von der Fahrradtour oder so was? Oder wenn wir eine Fahrradtour Stellplatz. Machen, schnall ich es auch noch rein. Oder Altstadt. Ja, wie gesagt, alles, was wir jetzt noch machen, schnall ich noch rein, die 2 Tage. Ja. Egal, wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis bald. Tschö. Tschüss. I made a moment. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Hier auf dem Stellplatz Eschenbach, Wolframs Eschenbach. Die einzelnen Parzellen sind durch Hecken abgetrennt. Ich hoffe mal, mich kann man hören, weil hier ist gerade Baustelle, da wird die Straße gerade hier vorne neu gemacht. Sehr schöner Platz, allerdings auch abends immer recht voll. Jetzt gehen wir mal gucken. Hier ist das Gebäude für Toilette, Abfallentsorgung, Informationen. Steht auf am Rande von der Stadt. Schön im Grün. Hier sind E-Bike-Ladestationen. 1, 2, 3, scheint so.
als ob die umsonst wären. Büchertauschregal. Wechselautomat. So, Müll, einmal getrennt, Glasflaschen, Gläser, Müllklappe, ganz einfach. Das ist die Tür zu dem Sanitärhaus, 50 Cent, wenn man rein will. Die Dusche, die ist da drin, eine Toilette, kostet 1 Euro, die Dusche 4 Minuten. Dann hat man da noch eine Waschmaschine und Trockner, jeweils 2 Minuten. Schöne Zufahrt zu den Entsorgungsstationen. Große Klappe im Boden für Grauwasser. Klappe für die Toilette. Andere Seite. Morgen. Morgen für Wasser. Parkticketautomat kostet 6 Euro am Tag. Wenn man gleich für 3 Tage zahlt, sind es dann 16 Euro. Und 7 Tage 37 Euro. Ganz einfach, Münzen parat halten, dann funktioniert das. Insgesamt 24 Stellplätze, alle mit Strom, Münzeinwurf, 1 Euro die Kilowattstunde und man hat noch zur Not einen Ausweichstellplatz für diejenigen, die sagen, die brauchen keinen Strom. Wäre hier nochmal, wenn der jetzt komplett voll ist, man kommt ja abends an, müde, eine Ausweichwiese, die ist zwar relativ unehrbar, geht. Da könnte man als Ausweich nochmal drauf stehen. Schöner Platz, man ist schnell in der Altstadt. Da gibt es in 350 Meter eine Bäckerei, Stadtbäckerei, zwei sehr leckere Metzger. Die Altstadt ist sehr schön. Es ist übrigens hier, Wolframs Eschenbach wurde damals der Film zum Räuber-Hotzenplotz. Ne? Kennt ihr alle, Räuber-Hotzenplotz? Ottfried Preußler wurde hier gedreht. Und das ist unser Platzwart hier, der hier wie oft einmal, zweimal am Tag rumläuft. Dreimal am Tag herumläuft und wenn man Fragen hat, kann man sich jederzeit an ihn wenden. Und die helfen weiter, genau. Tschüss.